Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Zombie Cure Lab. Ich habe ja hier ein bisschen erweitert, dass wir hier einen Verteidigungswall haben, einen doppelten. Und der funktioniert eigentlich echt gut, ihr seht es. Die Nacht ist gerade vorbei. Gefahrenstufe 13,8, bzw. das Rating. Es kommt der normale Angriff und dann ein großer Angriff. 250 Zombies mit einer Hitkraft von 5, so wie es aussieht. Oh, könnte spannend werden. Aber ich glaube, das schaffen wir. Was wir als erstes machen, ist aber hier auf Stufe 3 upgraden. Vorletzte Stufe. Und dann können wir endlich die Humbis weiterentwickeln. Behandlungskammer 3 hätte ich dann gerne. Brauchen wir. Und für die Produktion, es kommt jetzt neue Elektronik mit dazu. Ich glaube, wo war denn das mit den... Ah da, Elektronikproduktion. Ah, 250 Forschungspunkte. Schwierig. Aber für fast alles haben wir jetzt wieder ein Upgrade bekommen. Kochtopf 2, Essen sollte man auch mal schauen, dass das dann ein bisschen schneller geht. Na gut, bauen wir doch mal hier bei der Forschung das dritte. Eins, wo ist drei? Behandlungskammer 3, 30. 350 Strom! Ihr seid doch wahnsinnig. Ja, und so wie es aussieht, habe ich noch nicht mehr Platz dafür. Geil. Gebe ich dafür eine Handlungskammer auf. Sonst tun wir die hier mal abreißen. Wir könnten... Ne, Moment mal. Das tun wir abbrechen. Wir werden hier das Forschungszimmer erweitern. Forschungsraum. Geht das so? Das geht so. Wunderbar. Und dann sagen wir hier Räume verbinden. Schön die ganze Breite hier. Yes. Bitte einmal bauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bug ist oder ob das Spiel überfordert ist. Vor zwei Nächten kam ein Angriff und als der dann gekommen ist, sind die Frames bei mir auf 20 bis 25 runtergedroppt. Das ist auch jetzt noch der Fall so. Also momentan bin ich bei 26, 27 Frames. Ich habe die Grafik auch schon ein bisschen runtergedreht. Also das Gras beispielsweise ist jetzt weg. Und nur so als Referenz. Es ist eine 4090, was hier arbeitet. Also. ich glaube, da muss noch ein bisschen was optimiert werden. Aber ja, es ist eine Alpha-Version, die Version noch vor dem Early Access. Also, wenn ihr das Spiel dann am 7. habt, dann gehe ich mal davon aus, sind schon diverse Patches rausgegangen. Okay. Sollen wir hier den Bau schon mal machen? Und es wird aber auch schwierig. Wir bestellen die dann irgendwie. Dich werden wir verschieben. Irgendwie so hin, oder? Oder so. Muss auch noch einer rein. Da würde ich sagen, wir bauen es so hin. So Leute, gibt's mal Gas bitte. Ja, und vielleicht werden wir die Verteidigung noch ein bisschen upgraden. Wobei für die Nachtschicht haben wir keine Leute. Leute, zieh mal bitte umbauen. Bitte, danke.
Kosten, sagen wir hier, maximale Priorität. Ach Leute, ah doch, cool, danke. So, Behandlungskammer 3. Hier so. Dann haben wir noch ein Stromproblem. Können wir dich einfach verschieben, geht das? Ja, reicht aber eh nicht aus. Also brauchen wir einen weiteren Strommasten. Hier so. Passt. Also bist du traurig? Ach, du hast nichts zum... Ja, dann ist halt was, mein Junge. Wobei, ich könnte mal... Wo war die Küche? Zweiten Esstisch mal bauen. Ich hab nach wie vor nur einen. Ah, da fehlt es auch noch für die Nachtschicht. Ich brauche mehr Jungs. Sehr geil. Wie schaut das jetzt hier aus? Ja, das sieht wirklich mal ein bisschen moderner aus und wissenschaftlicher aus als wie Wurststufe 1. Das hier. ihr braucht es nur am Tag arbeiten. Automatisch. 21 Elektronik. Wird vermutlich eh nicht viel gehen. So, wie viele Forschungspunkte braucht man für Elektronik nochmal? Produktion 250. Okay. Ja dann. Können dann eigentlich Menschen oder Level... Nice! Level 3 können dann auch forschen. Cool. Boah, wird der erst jetzt gerade schon behandelt? Nee, ne? Sonst von den Ressourcen her läuft alles erstmal. Kein M-Pax von irgendwas. Suppe würde ich dann ein bisschen hochdrehen. Bezüglich Suppe. Einmal kurz pausieren. Brauche ich dafür vielleicht noch den Kühlschrank? Was gibt es ja den her? Lagerplatz für alle Arten von Nahrungsmitteln. Ich baue den jetzt einfach mal. Auch wenn er vielleicht optional ist, dessen bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber eventuell wird der Transportweg dann ein bisschen kleiner. Ich stell den mal. Warum kann ich dich nicht an die Wand stellen? Also doch. So. Braucht auch noch Strom. Geil. Geht's ja um eins nicht aus. Dann werden wir dich weiter verschieben. Bis hierhin. Okay. Bitte einmal bauen. Da kann ich aber kein Limit einstellen, aber ich sehe wenigstens, was drin ist. Das macht doch Sinn, dass ich den baue. Dann werde ich hier drin auch noch einen bauen. Kühlschrank. Da hinten ran. Ich gehe davon aus, dass die Transportjungs da entsprechend Sachen reinbringen werden.
Ja, gut. Ich warte mal. Moment. 29, 7. Wir werden da mal wieder ein paar Jungs wegschicken. Sonst ist die Bedrohung so hoch. 3, 4, 5, 6, 7. Wo wir schauen, dass wir auf 20 runterkommen. Ja, das geht ja nach wie vor nicht. Schade. Aber wir können. Naja. Wetten, dass wenn ich jetzt da auf Mensch raufklicke, dass es dann genullt wird. Ja, klar. Warum geht das nicht? Das ist echt schade. Ich mache mir nochmal einen Screenshot, aber ich habe es eh reported. Screenshot. Dankeschön. Helikopter abschicken. Gut, ich würde sagen, an der Stelle mache ich nochmal einen kleinen Cut. Und wenn wir dann den ersten Level 3 Hambi haben, komme ich wieder rein. Also, bis gleich. Und da wären wir auch wieder zurück. Wir haben jetzt mittlerweile schon 8 von diesen Level 3 Hambis. Das ging recht schnell. Aber die Elektronik geht uns jetzt langsam aus. Was ich noch gemacht habe, ist hier den Forschungstisch geupgradet. Also die 3, was wir hier haben. Wir brauchen dann auch noch Strom. Haben 1,3 Stunden Verbrauch von diesen Bären. Machen aber 10 Forschungspunkte. Das heißt, wenn ich euch das mal hier kurz zeige, der allererste macht plus 5 pro Stunde, der macht plus 10, also das Doppelte. Und ohne dass wir halt das Doppelte am Platz hier brauchen. Und dann gibt es noch eine letzte Stufe, der macht plus 20. Wäre noch eine Option, weil wir brauchen dann 5000 Forschungspunkte. Ich glaube, das werden wir dann auch machen, damit das hier ein bisschen schneller geht. Heilmittelfortschritt sind wir eigentlich auch schon ganz gut to go. Braucht es auch nicht mehr so viel. Was ich mir gedacht habe, was wir jetzt vielleicht nur tun sollten. Der nächste Angriff wird ein großer Angriff. Dass wir hier die Mauern ausbauen. Da. Ja, wobei es Tor. Ja, Zaun 3. Das Tor ist dann halt bis jetzt noch der Schwachpunkt. Aber dann können wir das hier schon mal einleiten. Verteidigung, Zaun 3. Upgraden bitte. Ah, und noch das hier. Plus das da. Yes. Okay, und im zweiten Schritt hier hinten upgraden. Und ich würde sagen, auf hier vorne gehen wir mal Prio. Also vor allem auf die hier. Passt. Dann geht es schon mal weiter. Dann mit den Level 3 Hambis. Schauen wir uns doch mal einen an. Gerade ein gutes Beispiel. Eins wäre. Packst du da in einen. Ne, da stehen zwei. Die schauen jetzt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da eine britische Flagge drauf ist. Aber ja, die haben nach wie vor so ein komisches Schlauchding da oben drin, aber das sieht halt wesentlich besser aus als wie das da aus Holz da. Da haben wir auch noch einen. Und die können halt schon recht viel machen. Also ich schicke jetzt immer wieder Level 1 weg, wenn sie zu viel wären. Man soll jetzt hier Level 2 ein bisschen aufstocken und Level 2 auf Level 3. Von den Bedürfnissen her, klicken wir mal kurz einen an. Wir haben jetzt auch hier Komfort, sprich die nutzen die Sofas. Dann spielen wir vorher und die haben jetzt noch Lernen mit dazu. Und das erste, was ich mal gerade gebaut habe, bevor die dann da unglücklich wären, das ist diese Lernstation hier. Wo sie so grundlegend das erstmal lernen. Und in der Forschung gibt es. Wo ist es denn? Oh, das Bedürfnis, ja, genau. Da gibt es noch Lernen und Spielen. Sprich, da kriegst du plus 40 Lernen und plus 25 Spielen. Das wäre schon geil. Hier hast du halt plus 50 Lernen, aber das machen wir halt noch mit dazu. Brauchst halt auch wieder Elektronik. Oh, Schlafkapsel. Plus 60 Schlaf, aber die. Kapsel. Auch da wieder Strom. Aber zuerst mal braucht man Elektronikteile. Elektrokomponenten. Ja, Chemikalien minus 8 pro Stunde.
verbraucht auch dann regelmäßig Metall. Aber was brauchen wir? 250. Ich glaube, das sollte unsere Priorität hier sein. Neben dem Tor. Eisenwerk. Wir haben leider nichts, was irgendwie uns Eisenerz generiert. Okay. Ja, dann. Einmal vorspulen. Ach ja. Das Trainingscenter. Ich habe jetzt hier nochmal eine Mauer gezogen. Ich will hier ein größeres Trainingscenter hinbauen. Weil hier kann ich irgendwie ein paar Gebäude ziehen. 6 Arbeiter gehen. Ja, das passt. Es ist so schade, dass ich von Wus keine Ressourcen mehr haben kann. Oh. Das sieht cool aus. Sind die ersten Sachen schon geupgradet worden? Nice. Coole Sache. Das, glaube ich, war auch schon die Endstufe, oder? Jetzt bauen. Nee, es gibt noch eine Stufe. Geil. Aber ich habe trotzdem erstmal keine Angst vor diesem großen Angriff hier. Eben gerade, wenn wir schon 2 Stufen haben. Das Einzige... Wir können im schlimmsten Fall hier durchbrechen. Das wäre dann nicht so geil. ...9000 Hitpunkte! Was hat das Tor? 4500, das alte war 3000. Holla Scholli! Ja, easy going! 9000 Hitpunkte! Ja, das wird flutschen! Dann kommt ja der normale Angriff mit 34. Solange ihr noch könnt. Weil ich muss jetzt dann bald mal den Alarm reinmachen. Ich habe nämlich ein paar von den Ressourcenzonen hier unten hingestellt. Damit sie mal hier da die Elektronikteile überall rausziehen. Da hat es gleich 1, 2, 3, 4 Autos. Ich gebe da schon mal den Auftrag, dass sie hier hinkommt und dann gebe ich Prio auf das. Dann habe ich hier kostenlos Metall und Elektronik. Und halt Eisbeutel, aber die sind kein Problem. Transport-Dude. Du wärst dann auch einmal gemoved. Machen wir dann so. Cool. Passt. Achso, Moment mal. Ich wollte den Alarm ja reinmachen. Ich glaube, das gebe ich mal von hier. Wenn die jetzt dann gleich rauskommen. Ah, jeden Moment soll es soweit sein. Jetzt. Okay. Holy shit. Die haben jetzt auch bessere Waffen hier, ne? Okay, das sind auch die Besen. Das sind... Warte, von... Schlagstock. Sonst irgendwas Spezielles? Nö. Ja, das wird jetzt echt immer größer. Hat sie da noch am Upgraden? Achso, ja, das Innere natürlich. Da kommt ihr ja noch ran. Ja, mal schauen, was passiert. Vorspulen. Holy shit, jetzt bin ich bei 20 FPS. Also man sieht's auch. Ab und zu geht er runter. Er kommt nicht damit klar, dass so viele Leute jetzt auch mal auf der Karte sind. Oh no. 10 FPS, 13. Das ist nicht gut. Ah, es ist aber auch dann nicht mal geil zum Spielen. Aber wie gesagt, es ist ja noch Version vor Early Access. Da kann sich noch einiges tun.
Komm, jetzt sind bitte alle dahin. Jetzt doch mal bitte zu meiner Eisanlage, das ist schön kühl. Wie sieht's eigentlich da hinten aus? Ja, also hier könntet ihr doch noch upgraden, aber da ist kein Schwein hingegangen. Okay, ich glaube, die Nacht kann sich ein bisschen hinziehen bei der Geschwindigkeit. Was macht das Tor? Ja, geht schon ein bisschen nach unten. Aber es dürfte jetzt eher, da kommt er ja schon. Dann wird es dann gerade wieder repariert. Ah, das ist halt schon cheaten. Aber ich bin froh, dass es aktuell geht. Sonst glaube ich, werden die schon viel früher da durchkommen. Ja, ist spektakulär. Ja gut, ich glaube, das müsst ihr euch nicht unbedingt geben, vor allem wenn es jetzt gerade so ruckelt. Ich glaube, ich komme wieder, wenn dann die Chemiefabrik steht oder beziehungsweise wenn ich die Punkte dafür habe. Ich glaube, 200 waren es, ne? Produktion 250. Lass mal die dann platzieren und dann werden wir hier das Trainingscenter aufbauen. Also, bis gleich. Ja, liebe Leute, da bin ich wieder da. Und jetzt habe ich gerade wieder ein neues Problem. Ich habe das Savegame wieder laden müssen. Aber alle Räume sind jetzt in diesem Alarmmodus und es geht nicht mehr weg. Ich hatte vorher hier drin irgendwie einen Alarm, bevor ich es gespeichert habe, wegen irgendeinem Zombie. Aber ich habe den nicht gesehen, dann habe ich gespeichert. Jetzt wieder geladen. Das ist der Zustand. Noch dazu sind die Frames jetzt noch viel schlimmer. Ihr seht es, sind jetzt ungefähr 10, 12 FPS. Während ich gerade diese Aufnahme mache, bin ich mit den Entwicklern in Kontakt, habe ihnen das gerade gesagt und die schreiben gerade mit mir. Ich warte, bis entsprechend hier ein Fix kommt, weil so kann ich gerade nicht weiterspielen. Und werde euch dann in der nächsten Episode informieren, aber so geht es gerade aktuell nicht weiter. Also eventuell hören wir uns dann morgen schon wieder. Schauen, dass wir da eine Episode haben, wenn aber morgen keine kommt. Dann habe ich vermutlich noch ein bisschen warten müssen. Also, ich wünsche euch Spaß und sorry, dass die Episode jetzt ein bisschen kürzer wird deswegen. Aber ich will euch das natürlich auch nicht verheimlichen. Aber wie gesagt, das ist Alpha-Version noch vor dem Early Access. Aber ja, so ist es halt, wenn man die sehr frühe Version erstmal hier testet und anzuckt. Also, bis dann, bleibt gesund, bis bald. Zukunftsbavore hier. Mittlerweile habe ich mehr Infos, warum ich da so Performance-Probleme hatte. Devs haben sich das angeschaut und das Spiel hat sich quasi zugemüllt mit Logs, weil so ein Zombie irgendwie in die Höhe gegangen ist. Und ja, fanden sie ziemlich witzig, ich auch, dass das der Grund dafür war. Sie versuchen das gerade zu beheben und eventuell können sie auch mein Savegame reparieren. Wenn nicht, muss ich halt neu starten. Wenn das der Fall ist, mal schauen, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen warten und dann fange ich nochmal neu an. Also wenn morgen keine neue Folge kommt, dann muss ich wohl neu anfangen. Also, bis denn dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.